Da ist noch was. Ein Brief. Ach so, der Brief. Warum hat ein Stuhl Arme und Beine wie ein Mensch und kann weder laufen noch etwas halten? Ja, dieses super Rätsel. Kann ich euch beziehungsweise, das ist kein Rätsel, das ist einfach nur... Beinahe unter meiner Würde. Ich habe nie begriffen, was genau es ist. Den Brief findet man übrigens zweimal. Warum auch immer. So, Khalid hat wieder Platz, also kann er die Sachen nehmen. Der kann auch mal den Brief hier nehmen. Dina, hier ist Zeug. Sollte er noch eine Weile tragen. Jupp. Ja, gut. Ich müsste eigentlich wirklich mal gucken, ob ich nicht welche von diesen Tränken loswerden kann, die... Oh, hallo Wolf. Hallo Wölfe. Mehrzahl, sehr schön. So, sterbt Wölfe. Oh, immerhin hat keine Pfeile mehr im Köcher. So, der letzte Wolf, der macht einen Abflug. Na, bevor er wieder zur Vernunft kommt und uns in den Rücken fällt. Tue ich eigentlich ungern. Die Wölfe töten. Aber sie sind ja leider aggressiv von Natur aus. Oh, Khalid sieht nicht so gut aus. Trink mal einen Schluck. Und können wir Khalid irgendeinen Trank geben? Abwehrtrank? Trank der Hügelriesenstärke. Das klingt gut. So, dann hat er wenigstens auch alle Slots belegt. Was könnten wir ihr geben? Einen Wendigkeitstrank vielleicht. Ja, Geschick auf 18. Wie hoch ist ihr Geschick denn? Ja, definitiv. Den Wendigkeitstrank. Obwohl, sie hat einen Steinformtrank. Nimm erstmal den. Was wollt nichts leichter als das? So, wir sind im Norden. Wenn wir nach Norden gucken, sehen wir nur laut Karte ein bekanntes Gebiet. Beinahe unter meiner Würde. Nämlich das Gebiet, in dem wir Gorion verloren haben. Unseren Ziehvater. Ja, und man sieht schon, es deckt sich immer mehr auf, immer weniger Gebiete. Wir kommen also gut voran im Spiel. Auch was die Nebengebiete angeht. Man kann wirklich sagen, Baldur's Gate hat schon so ein leichtes Open-World-Feeling, also der erste Teil jedenfalls. Beim zweiten Teil geht's so einigermaßen. Ach, wer bist denn du? Du siehst nicht aus wie der Dieb von vorhin. Seid gegrüßt. In diesem Teil der Erde trifft man nicht häufig auf Fremde. Was führt euch hierher, so weit weg von der Zivilisation? Wir sind Abenteuer und bereit, jegliches Übel, das uns in die Quere kommt, aus dem Weg zu räumen. Welch merkwürdiger Zufall. Mein Trachten ist dem euren ähnlich. Ich bin schon die ganzen letzten paar Monate auf der Jagd nach den Räubern in dieser Region. Um des besseren Gesinnens willen sollten wir uns vielleicht zusammentun. Was meint ihr? Es ist schon mal komisch, dass er die Räuber monatelang verfolgt. Das macht er nicht einfach nur des Geldes wegen, oder? Wir werden euch gegen die Räuber beistehen, aber nur wenn ihr uns sagt, warum ihr sie schon monatelang verfolgt. Ihr Anführer, ein Ogre namens Tazok. Tazok ist übrigens kein Ogre, soweit ich weiß, sondern ein... Ne, ein Ork ist er auch nicht. Ich glaube, er ist ein Halb-Ogre. Hat einen Menschen getötet, der mir sehr nahe stand. Ja,
Erstmal ist unsere Gruppe leider schon voll. Und zweitens, wir brauchen keinen Rachen der Engel in unserer Gruppe. Ihr könnt gehen. Lebt wohl. Ja, wir könnten die theoretisch hier nochmal aufnehmen. Wir könnten uns aber auch merken, dass sie hier rumsteht für die nächste Gruppe. Also für unseren Barden. Wobei ich nicht glaube, dass er nicht neutral oder böse ist, sondern ich glaube, der war sogar gut, der Typ. Ich glaube, der war chaotisch gut. Wieder ein Höhlenbär. In meiner Hand. Ich bin ganz ohr. Okay, für einen Höhlenbär. Verbraten wir mal einen. Was? Zauber. Beinahe unter meiner Würde. Wie viele Lebenspunkte hast du? 41. Naja, du hast noch nicht deine vollen Trefferpunkte gekriegt, weil. Diese Gruppe ist außerordentlich dir noch vielversprechend. Hier die Erfahrungspunkte fehlen. Sie kriegt immer nur die vollen Lebenspunkte, wenn beide Klassen auf derselben Stufe sind. Deswegen hat sie nur 41 jetzt, also 5 gekriegt, glaube ich. Okay, wir sind hier fast durch. Sehr schön. Dann können wir zurück nach Berikost. Oh, hallo Gnoll Elite. Ich bin wirklich nicht mehr. Viele Gnoll Elite. Gnoll Eliten auszuplündern rentiert sich vielleicht noch sogar. Mit Minz Schwerter sieht es auch noch gut aus. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Oh, da hat sogar einer einen Zauberspruch dabei. Beinahe unter meiner Würde. Freundschaft. Freundschaft kannst du nicht lernen, gell? Oder hast du bereits gelernt? Okay. Schmuck. Okay, Elite-Gnolle auszuplündern, rettet jetzt gar nicht so wirklich. Wen wir übrigens auch immer noch nicht gefunden haben, ist Hauptmann Brage. Der sollte sich ja eigentlich auch hier rumtreiben. Vielleicht hier in dem Gebiet. Oder in dem Gebiet. Aber ja, gucken wir mal, wenn es dann soweit ist. Es wäre auch schön, mal einen magischen Zweihänder für Minsk zu finden. So, noch das Witzelchen da. Bei Minsk ist der einzige jetzt, der noch ohne magische Waffe ist. Okay. Hier entlang nach Berikost. Beinahe unter meiner Würde. Sind wir schon mal 8 Stunden gereist. Leider ist das immer noch auf Dynar hier gesprochen. Die Verwandlungsformel. Okay, gucken wir mal. Steht das hier irgendwo? Min von Naschke, erfolgreich Gold. Die Gunst der Triade. Trienes Katze. Ne, wir sollten von unten nach oben lesen. Dritz, Björn in ein Paladin, Gurke, der hat seinen Umhang verloren. Zurlong hat seine Stiefel verloren. Ja. Perdu. Den müssen wir suchen. Ich glaube, der war sogar
War der hier drin im brennenden Zauberer oder in der roten Garbe? Werden wir ja gleich sehen, wenn wir dort sind. Ich weiß, der Paladin war unten im windigen Schwindler. Viel Auswahl bleibt ja nicht. Es bleibt nur der brennende Zauberer und die rote Garbe. Aber ich glaube, es war der brennende Zauberer war der schizophrene Dieb. Schizophren war, glaube ich, falsch. Also der Typ, der seine Hände nicht bei sich behalten kann, der einfach immer klauen muss. Ah, Garrick steht im Weg. Ich kann im Moment niemanden gebrauchen, also geh wieder rein. Ja, nichts leichter so. Als das. Hier müssten wir genau Perdue finden. Seltsame Dinge sind hier im Gange. Hallo. Hab ich schon gedacht, dass er es mittlerweile gefressen hat. Hoffe nur, ihr habt ihn euch ordentlich vorgeknüpft. Nehmt jetzt eure 50 Goldstücke und macht, dass ihr wegkommt. Ja, wenigstens 500 Erfahrungspunkte dafür. Ich habe nur 50 Goldmünzen und ein halbherziges Dankeschön für Perdue davon bekommen, dass ich sein Kurzschwert zurückgebracht habe. Rückblickend sollte ich mich nicht wundern, denn er war von Anfang an eine Nervensäge und ein Fiesling. Naja, ich wusste ja, dass er nicht viel zahlen würde, dass ich mich darauf einließ. Aber 500 Erfahrungspunkte dafür, dass wir ein pumpiges Schwert bringen, ist doch nicht zu verachten. So, gucken wir mal kurz. Das kann zu Kalid. Das kann noch zu Kalid. Das Zeug nimmt mal alles Minsk am besten. Ey, da ist Kalid schon mal nicht mehr überladen. Sehr schön. Das hier ist Düner, hier ist Zeug, was wir nach dem Rasten zurückgeben wollen. Und den hier lassen wir einfach mal so auf der Straße liegen. Der bringt nämlich nicht viel. Also der bringt uns kein Geld ein und wir brauchen ihn auch nicht mehr. Unter meiner Würde. Gut, wir könnten ja hier den geben, dass sie damit werfen kann, aber das ist auch nicht wirklich das Beste. So, wir haben Skalpe. Wir könnten hier auch Basilos Symbol verkaufen, aber nein. Das müssen wir abgeben. Ja. Hallo du. Gute Arbeit. Die Kunde von eurem Kampf ist bis zu mir vorgedrungen. Lasst mich euch dieses Schild übergeben in der Hoffnung, solche Taten der Gerechtigkeit zu ermutigen. Die Schwertküste bräuchte mehr heldenhafte Menschen wie euch in diesen finsteren Zeiten. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. So, wir haben ein Schild gekriegt. Das ist ein normales Schild plus 1. Es ist schon mal etwas besser als unser aktuelles Kalids Langschild. Und es ist auch leichter. Ja, es macht halt nur ein Rüstungsklasse auf Geschosswaffen weniger. Also wenn wir gucken, Kalid hat minus 3 Hieb. Im Augenblick nur, und jetzt müsste er minus 3 Hieb und minus 1 Geschoss haben. Aber dadurch wird seine Rüstungsklasse allgemein um 1 besser. Was besser ist. So. Ja, nichts leichter als das. Wir rasten mal kurz hier und dann geht's rüber in den Tempel. Einmal königlich schlafen. Was? Ihr könnt euch nicht ausruhen, wenn eure Gruppe verstreut ist. Ich tue mein Bestes. Ah, kommt mal etwas näher, Leute. Was wollt ihr? Gut. So, einmal königlich schlafen. Bei mir ist das Bier billig. So, das hat uns schon mal sehr schön geheilt. Oh, wir sollten noch auf dem Weg Schleuderkugeln kaufen. Nichts leichter als das. Beinahe unter meiner Würde. Die gibt es ja zum Glück hier oben gleich. Und wenn wir die Schleuderkugeln haben, gehen wir in den Tempel. Geben dort Basilos Zeichen ab. Erkunden das Gebiet um den Tempel herum.
Weil der Tempel wird nicht so groß sein, dass er das ganze Gebiet einnimmt. Genauso wie bei der Hohen Hecke eigentlich. So, man lasse mich ein. Komm, Khalid. Beweg dich. So. Beinahe unter meiner Würde. Ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Ja, wir wollen Schleuderkugeln kaufen. Du hast wahrscheinlich auch magische im Angebot, hoffe ich mal, oder? Ja. Dann kauf mal ein paar davon. Und jetzt kaufen wir ein paar Steaks von den normalen, weil mehr können wir uns im Augenblick nicht leisten. 5, 6. So, das muss eine Weile reichen.